ist zermalmt. Tragisch und komisch zugleich. Zum Glück geht's dem Pferd. Oh. Ich wollte sagen, zum Glück geht's dem Pferd gut, aber dann irgendwie doch nicht. Ich vermag Frodo nicht mehr zu erblicken. Wenn Sauron den Ring hätte, dann wüssten wir es. 10.000 Orks stehen zwischen Frodo und dem Schicksalsberg. Er braucht Zeit. Dazu können wir ihm verhelfen. Wie? Wir bringen unsere ganze Kraft auf und marschieren zum Schwarzen Tor. Eine Ablenkung. Oh ja. Den Tod als Gewissheit. Geringe Aussicht auf Erfolg. Worauf warten wir noch? Ja, so ein bisschen die Meinung von der Hobbit, ne? Die Schlacht auf den Pelennor-Felder. Abgeschlossen, also in der letzten Folge. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Lego der Herr der Ringe am Dienstag. Mit mir, dem Nickels, als euer angetrauter Kommentator. So, wir haben ein paar dazu gewonnen, ne? Ein paar Charaktere, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben da leider nicht den Abenteurer, aber ist egal, wir haben sowieso 672.000 Münzen plus. Und das ist echt der Hammer, weil der Falter, wenn ich so viel hätte, überlegt mal, wenn ich schon über 600.000 Lego-Steine hätte, jetzt mal ernsthaft, wa? Könnte man die ja trotzdem bei eBay für ein paar Huni verkaufen, das wäre trotzdem nettes Taschengeld. Alter Falter, das wäre echt nicht schlecht. Ich meine, überlegt mal, diese ganzen großen Lego-Sets, aus wie vielen Steinen werden die bestehen? Keine Ahnung, die bestehen vielleicht aus 1.000, 3.000, 4.000 Lego-Steine. Ja, keine Ahnung. Egal, wir müssen die Geschichte fortsetzen. Und ich fürchte, jetzt wird es wieder ein bisschen langweiliger, also für mich jedenfalls, weil jetzt ja quasi wieder die Kapitel mit Frodo und Sam und Gollum dran sind. Und die habe ich wie die Pest gehasst. Also ich habe es wirklich gehasst. Ja, die blinken mir da schon so sympathisch an. Alle klar, Frodo. Das ist jetzt dieses Ganze mit Kanka und mit Gollum muss ich da oben hochklettern, oder wie? Ah ja, muss ich tatsächlich. Ey, da oben sehe ich doch schon Minas Morgul. Also das kann ich wirklich. Herr der Ringe 1 finde ich super, wie die alle zusammenlaufen und alles mögliche erleben. Und dann finde ich Herr der Ringe 2 und 3, die Passagen, wo die Gollum kennenlernen und mit Gollum durch die Düsterheit da rumstapfen. Oh, das finde ich alles so nutzlos, das ist so useless, das glaubt ihr gar nicht. Das geht mir richtig, also ich mag die Steine einfach nicht. Klar, sie gehören zum Film und runden die ganze Sache ab und sie gehören dazu und das Gesamtbild ist wunderbar, ja. Aber so einzeln betrachtet, oh Gott, habe ich da echt keine Lust drauf, ey. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Dieser Ort ist böse, voll von... Ja. Kommt, Hobbit. Ganz nah jetzt. Trotzdem ist die Synchronstimme immer wieder sehr vertraut. Kann ich auch gleich wieder sagen, der Hobbit. Ja, das ist die Originalstimme von Sam, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Minas Morgul spielt auch eine kleine Rolle in der hier, hast du nicht gesehen, wie heißt der? Der Hobbit, tatsächlich. Aber wo muss ich denn lang? Hier vielleicht? Ist mir egal, ob er ruft oder nicht. Hier. Walte deines Amtes und schaufel, du Schaufler. Ah ja, okay. Dagegen werfen. Und dann suchen wir uns mal. Aber es ist Lian schon. Oh lol. Das wäre doof. Nein, Herr Frodo! Oh du. Depp du. Kommst du wohl zurück?
Dover, Dover Ring, Freddy. Mann, ey. Immer das gleiche mit euch, Spackos. Kann doch wohl nicht angehen. So, jetzt vielleicht hier mal. Jawohl. Ich meine, Frodo, sei doch lieber froh. Froh, Frodo. Sei doch mal froh, dass du so begehrenswert bist, ja? Wenn Sauron eine Frau wäre, boah, dann müsstest du ja, ne? Also, da ist die aber dann schon sehr anziehend, ne? Naja. Hier nochmal zusammenbauen. Jawohl. Sehr schön. Geht das so? Ne, da fehlt da noch was. Gucken wir mal hier. Sam? So, Frodo, mach doch mal Licht hier für uns an. Mach doch mal. Mach mal Licht. Mach mal hier ein bisschen. So, jetzt haben wir hier wieder ein paar Sachen. Die können wir auch aufbauen. Hey, wo geht ihr hin? So dann. Ah, können wir das vorzumachen eventuell? Nee, können wir nicht. Wir können nur so ein Seilteil hervorrufen. Frodo, bleib doch mal hier, du Napsülze. Ist doch nicht zum Glauben, ey. Meine Güte. Okay, jetzt können wir das hier zusammenbauen. Und abfackeln. Geil. Bauen wir etwas auf, damit wir es abbrennen können. Super Idee. Frodo, bleib hier. Mann, ey. Ist so nervenfrustlos. Okay, das gab auch gut Münzen. Lego-Steine, komm zu mir. Ich bin wieder Rattenfänger. Sie gehören meinem Willen. Haben wir es jetzt endlich? Die verborgene Treppe, die erst aufgebaut werden musste. Sehr schön. Hoch da. Oh. Minas Morgul erwacht. Der Hexenmeister von Angmar. Der eigentlich schon besiegt wurde, gerade eben von Eowyn, aber ist ja egal. Obwohl, nee, ist gar nicht egal. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Kommt weiter, Hobbits. Wir klettern. Wir müssen klettern. Die Armee von Minas Morgul, die da ausschwärmt, schwärmt doch nach Helms Klamm aus, logischerweise. Ist doch ganz klar eigentlich, oder? Nach Minas Tirith, meine ich. Huh. Ich bin verwirrt. Speichern und fortfahren, bitte. Zu solchen Checkpoints kann ich immer ganz gerne mal gucken, wie da die guten Aufnahmen sind, wie weit wir da sind, ne? Ja, da sind aber noch ein paar Minütchen. Also, wie lange mache ich noch so? 3-4 Minütchen mache ich noch. Ich gucke mal, ob ich dann eventuell hier auch irgendwas Spannendes beziehungsweise irgendwas Checkpoint-mäßiges finde. Ach nee, ich sehe es schon, wir müssen da sowieso rein. Alles klar, Gollum, leg mal los. Genau. Kraxel ruhig an der Wand, weil du bist ja sowieso ein Stück Scheiße mit Fisch und so. Haut das mal alles kaputt, bitte. Und schieb mal. Danke. Danke, Gollum. Danke, danke, danke. So. Sam, schaufel mal ein paar Lego-Teile aus. Wer hätte das gedacht? Sind natürlich alles sehr, sehr vorhersehbare Rätsel. Das stimmt schon auf jeden Fall. Also, sich darüber zu streiten, ist, glaube ich, sehr sinnlos. Ja, der keucht mal wieder seinen Namen. Wobei ich nicht weiß, warum er seinen Namen keucht. Also, was heißt Gollum? 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 Was das heißen soll, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Um ehrlich zu sein. Lol. Ah ja. Und warum da jetzt hier so ein Stein ist? Das kann ich jetzt nachvollziehen. Da ist ein Spinnennetz.
Warum Paul ein Spinnennetz ist? Tja, wer weiß. Ah ja, okay, also quasi als Plattform, dass wir da raufspringen können. Sam, würdest du mal bitte? Wir brauchen ein Seil. Mit diesem Seil bräuchten wir mal bitte... Genau. Genau. So. Schnell darüber klettern. Oh, das ist ja frech, dass da jetzt erst die Münzen erscheinen, wenn ich da schon längst dran bin. Ist ja gemein. Ja, das kann ich ja sowieso nicht. Ist okay, das ist wieder so ein Magic-Ding, glaube ich. Und wir laufen weiter unsere Treppe hier hinauf. Da könnten wir mit Gimli was machen, aber den haben wir auch nicht. Schade. Das scheint auch nicht zu funktionieren. Dann vielleicht mal Gollum, der sich jetzt seinen Weg freikämpfen muss. Oh, das ist ein etwas größeres Schild mit einem Ritter von Gondor, okay. Der scheint nicht so viel Glück gehabt zu haben, möchte ich meinen. Hä? Wo kann ich da... Achso, ich muss hier was bauen, okay. Ach du meine Güte. Aus einem toten Krieger eine Waage, also quasi ein... Na, wisst schon, so ein Ding hier bauen, das ist ja auch sehr makaber. Nee, Sam muss. Ein Hebel, so. Eine Hebelfunktion. Waage. Ich war schon wieder vollkommen durch den Wind. Ach, ist mir doch egal, da irgendwelche Secrets sind mir egal, so. Diesmal verschaufeln wir mal ein bisschen was. Ah, ja. Klingt natürlich komplett logisch. Bau große Pflanze zerfällt zu Asche, damit wir haben Steine für Bautreppe. Vollkommen logisch. Was denn sonst? Sehr gefährlich ist die Treppe. Ja, das sehe ich auch so. Und lang. Gefährlich. Und lang. Und so. So, Zwischensequenz. Ruh dich erstmal aus. Mir geht's gut. Du bist erschöpft. Das liegt an diesem Gollum. An diesem Ort. An diesem Ding und deinem Hals. Ich könnte ein wenig helfen. Ich könnte ihn für eine Weile tragen. Für eine Weile tragen. Ja, toll. Teilen die Last. Die Last. Scher dich weg! Ich will ihn ja nicht behalten. Siehst du, er will ihn für sich. Ich will doch Ey, Gollum, die kleine hinterlistige Ratte, wa? Ist ja unglaublich. Du bist mir keine Hilfe mehr. Ja, weil du hast keine Scheiße mehr. Du hast keine Scheiße mehr zum Wegschaufeln, mein Freund. Mehr kanntest du ja nicht. Dolle Ding. Ein dolles Ding, möchte ich meinen. Der Herr muss jetzt hineingehen in den Tunnel. Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Doch, du willst... Was ist das für ein Geruch? Lavendel. Oh, da ist eine Statue. Das ist gut. Speicher und fortfahren, damit wir dann in der nächsten Folge fortfahren. Denn hier berührt irgendwas. Ich wüsste jetzt schon ganz gern, was es ist. Nee, jetzt ist es mir egal. Jetzt bin ich unheimlich. Nee. Vorsicht. So. Wir sehen... Mann, Gollum, geh mir doch mal aus der Sonne. Mann. Moment. So. Gollum, geh. Gollum, geh weg. So, jetzt aber. Jetzt. Das war's auch schon für die heutige Folge. Oder mal wieder. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt... Ging die Aufnahme? Keine Ahnung, aber... Ich glaube, die 15 Minuten haben wir abgefrühstückt. Von daher sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Lego, der Herr der Ringe mit mir. Ich habe da hinten Spinnen gesehen. Ich habe Spinnen gesehen, ich habe eine Arachnophobie. Hilfe! Tschüss!